Ihr wollt wissen, wie es mit der Waffenfabrik weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Da unten bist du. Da brauche ich noch da. Sind auch die Fenster hier wieder richtig angeordnet. Perfekt. Beim letzten Mal haben wir den Spaß hier zum Laufen gebracht, haben da vorne ein bisschen was weggesprengt, aber irgendwie nicht so effektiv, wie ich mir das gewünscht habe. Bums. Könnten wir eigentlich gucken, kriegen wir das von hier aus? Da, schön da rüber. Oh, was ist denn da runtergefallen? Ich krieg diese Dinger nicht. Das ist doch doof. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ups. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Guck mal, die Rohre brauchen wir gerade nicht. Ich will hier einmal kommen. Wir bauen uns das gerade hier schön. Ich treffe einfach von hier aus nicht. Das könnte natürlich auch sein. Ah. Oh, den kriegen wir auch noch weg. Okay. Den kriegen wir nicht. Den kriegen wir von hier aus nicht. Das ist ja doof. Verdammt. Ja, okay. Lassen wir das. Das hätte ja klappen können. Ich will, wenn, dann will ich meine Tasse in der Hand haben. Das ist keine Tasse. So. Ich habe mir überlegt. Wir hätten zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir heute ran und kümmern uns um die Explosive Rebars. Oder wir kümmern uns um die Stun Rebars. Und ich glaube, es werden die Stun Rebars. Weil, so wie ich den ganzen Spaß aufbaue, brauche ich quasi, also habe ich bei diesen vier Reihen irgendwie zwei Apparillos zu wenig. Ich brauche 30 Stück dafür. Und da bietet sich ja wieder hier so was an. Aber wir wissen, das sind 28. Aber das ist ja dann ungünstig. Also, ich könnte hier die Löcher mal zumachen, während ich erzähle. Habe ich weitergeguckt. Ich brauche auch noch für, wenn wir die Nukes machen, brauche ich AI-Limiter. Praktischerweise brauchen AI-Limiter. Das können wir uns mal eben... Nee, das müssen wir uns da angucken. KI-Begrenzer. Bub. Die brauchen Kupferblech. Und Quickwire. Und die Stun Rebars. Wie heißen die denn? Wahrscheinlich wieder irgendwas mit Stachel, aber. Betäubungsstachel. Und praktischerweise auch Quickwire. Und wenn wir davon dann einfach zwei Stück hinmachen, dann produziere ich zwar von den KI-Begrenzern zu viel, aber who cares? Alles gut. Wer ist nur das jetzt gerade ungünstig? Das heißt aber, Punkt 1, kann ich hier einfach oben drauf setzen. Fangen wir damit an, das herauszufinden. Okay, grundsätzlich kriege ich die da drüber. Alternativ, wenn ich das auch, ich weiß nicht, will ich die jetzt hier hintersetzen, kriege ich hier noch vier rein, kriege ich hier nicht mehr hin. Das würde nicht passen, oder? Und hier, der sitzt eigentlich schön mittig. Nicht so mittig, wie ich gedacht hätte, aber okay. Das funktioniert, das läuft voll. Alles gut. Das heißt, das sollte ich doch hinkriegen. Dann machen wir aber an der Stelle nichts, nicht vier, sondern einfach acht. So, den setze ich nämlich jetzt hier hin. Na komm, ich lasse wenigstens nur einen Abstand.
Den setzen wir auch schön mittig. Unter damit. Das ist die hintere Reihe. Das hat auch so gepasst, genau. Das heißt, da gehen wir jetzt runter und wir brauchen, wie gesagt, 8 Stück, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, dann haben wir das. Und guck mal, da ist auch noch genug Platz. Dann machen wir hier unten quasi alles, was wir so ein bisschen für die anderen Eumels brauchen, für die Assembler. Na gut, das. Die Shatter Rebars habe ich hier mit 75 Assembler. Die sind schon heftig. Und die Bulls brauchen 2. Dafür muss ich aber wiederum Kristalloszillatoren haben. Die muss ich auch noch irgendwie einrechnen. Naja, das kriegen wir auch noch hin. 1, 2, 3. So, jetzt rennen wir einmal ein Stückchen zurück. Bis hierhin. Gucken darüber und machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann gehen wir hier rüber. Sagen dem Kollegen, wir hätten dich gerne genau da stehen. Dann drehen den nochmal um. Sagen ihm, dich hätten wir gerne da nicht stehen, aber da so stehen. Passt das? Wir gehen nach hinten. Setzen die da rein und dann haben wir den Spaß schon mal soweit. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Umdrehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Okay. Das Prinzip kennen wir. Wo packe ich jetzt die AIs hin? Na komm, eigentlich ist es vollkommen egal, an welcher Stelle die sind. X-Mas haben wir gerade nicht. Das ist gut. KI-Begrenzer. Da würde ich stumpf diese beiden hier nehmen. KI-Begrenzer. Da kommen 5 Stück raus. Pro Minute. Das ist schon mal ganz gut. Wir brauchen nachher 3. Also eigentlich würde einer reichen, aber das geht so wunderschön auf. So. Dann schauen wir mal hier. Da wollen wir gerne, was habe ich gesagt? Hier sollen die Betäubungsstacheln gemacht werden. Muss mal überlegen, ob ich wirklich so viele Scherbenstacheln brauche. Für die Crystal Oscillator muss ich mir auch noch was einfallen lassen, wie ich die Dinger baue. Ach, das ist mal ein Hin und Her hier mit dem Ganzen. Komm. Dort. Lampe bleibt an, ja? Hier wieder in meiner Höllenglut, aka Büro. Hab natürlich Ventilatoren und Klimaanlage laufen. Also falls ihr wieder Autolärm hört, sorry. Aber sonst kann ich uns hier nicht anhalten. Genau. Sonst kann man hier nicht anhalten. Und gerade eine so eine dämliche Haarsträhne, die einfach nicht hinter dem Bügel vom Kopfhörer bleiben will, mir ständig ins Auge geht. Ein bisschen unangenehm. Also falls ihr mich gleich irgendwie schreien hört und wild rumfuchteln oder sonst irgendwas, dann bin ich wahnsinnig geworden. Also noch wahnsinniger als sowieso schon. So, den hätten wir. Dann können wir uns um unsere Decke kümmern. Die suchen wir einmal darüber.
in diese Richtung. Suchen da hinten nochmal dran. Suchen wir sie direkt zu, oder? Das war jetzt 3 hoch? Okay, das war 3 hoch. Gut zu wissen. Das war fucking nicht 3 hoch. Doch, das ist 3 hoch. Passt schon. Alles gut. Hab nichts gesagt. Eieieiei. Jetzt wäre es gut, wenn ich da noch hätte hintergucken können. Aber easy. Du weg. Dich brauchen wir auch nicht. Tschüss. So, haben wir das. Hier ist bis hier hinten schon mal zu. Man kann überlegen, das nochmal kürzer zu machen. Easy. Wir können also nachher ein bisschen drumherum gestalten, um den ganzen Shit hier, das vielleicht mehr ins Gelände integrieren. So, den Spaß ziehen wir da. Guck mal, da reichen sogar die 10. Das ist wunderbar. Der geht da rüber und schließt sich an. Und wir schieben dich nach da. Eigentlich wäre es cleverer gewesen, das eben jetzt so nicht zu machen, aber wir gehen eh nach oben. Irgendwie kann ich von oben das besser setzen als von unten. Frag mich nicht warum. Also nicht nur, weil ich jetzt hier frei drauf gucken kann und nicht da unten zwischen den Apparillos hänge, sondern allgemein so. Also so vom Allgemeinheit her. Da kriegen wir doch hier locker hin. Darüber. Darüber. Dich. Darüber. Dann ist das hier auch zu. Und das ist einfach nur schön. Jetzt ist die Überlegung, gehe ich direkt da drüben hin, ziehe die paar noch weiter rüber, damit ich wenigstens dazu habe. Obwohl, nee, ich habe gesagt, da können wir ja nochmal anders machen. Also, nee, lassen wir. Dann einmal hier runter. Wir haben uns überlegt, da ist eine Reihe, da ist eine Reihe. Das heißt, dieser Kollege hat sowieso noch Platz. So. Du. Hey, runter. Das laufe ich mir jetzt hier. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier viel nach hinten. Ed ist mir egal. Der ist falsch. So. Du quälst, du Kollege, kommst da dran. Ziehen das jetzt einmal hier so durch. Nee, du. Nee, du. So, sieht schon jetzt interessant aus. Und wird wahrscheinlich noch schlimmer. Voraussicht. So. Na, nee, der ist doch richtig. Ah, ist ja immer schlimmer. Jetzt habe ich irgendwo genau einen vergessen oder so. Du. Da dran. Du kommst da dran. Das hat genau gepasst. Okay. Hat mich ein bisschen gewundert. So, die Reihe steht. Das heißt, hier vorne die beiden anders behandeln. Die ersten beiden anders behandeln. Die ersten beiden fertig machen. Dann habe ich
bin ich frei für die anderen Andern. So. Das Zeug kommt von da. Das macht Sinn, das hier zuerst zu bauen. Eigentlich macht es keinen Sinn, die zuerst zu bauen, aber ihr wisst was ich. So, jetzt gehen wir hin. Wir haben das gesetzt. Passt. Da wollte ich hin. Quatsch. Hallöchen. Wie sieht's hier aus? Da nehmen wir die Seite. Darüber. Darüber. Weiter. So, spannend wird auf jeden Fall nachher, wie die anderen Sachen machen. Ich muss nochmal hier gucken, wo ich noch ein bisschen Eisen herkriege. Keine Angst, das wird dann nicht so eine Riesenproduktion. Ich brauche Crystal Oscillator 2 für die Puls-Nobelisken. 2 pro Minute. Ich mache dann zwar den Dingern nur 10, aber mein Gott, dann ist das halt so. Nein, ich habe kein besonderes System, nachdem ich gesagt habe, davon will ich viel, davon will ich wenig. Ich habe einfach nur gesagt, die Zahlen passen. Und deswegen wird das hier so eine winzig kleine Fabrik, die irgendwie nicht aufhört. So. Bis dahin, hier kann ich zur Not einen großen draus machen. Yeah. Die produzieren fleißig und machen das Ding hier voll. Und wenn sie zu Ende produziert haben, ich muss da vorne übrigens nochmal gucken, bei der Seite, da sollte ich die vielleicht auch mal irgendwo lagern. Aber das machen wir nicht jetzt, sondern später. Ich habe gesagt, ich fange mit dem Zeug hier an. Die packe ich auch direkt hier vorne raus. Das mache ich auch nicht so, sondern ich mache erstmal einen Fusionator hier hin. Du kommst nach hier und direkt davor ballern einfach der Kollege. So. Das machen wir auch direkt fertig. Bevor ich irgendwas anderes mache, mache ich dieses System hier fertig, weil dann habe ich die meisten Sachen schon hier liegen. Die Mobilisten, die ich dafür brauche. Quatsch, die Rebars, die kommen von da hinten, die ich brauche. Wie gesagt, ich mache hier irgendwas mit Rebars. Nee, nicht mit Mobilisten. Oh, das könnte nochmal eine fatal doofe Entscheidung gewesen sein. Das werden wir herausfinden. So. Du bist als erstes dran. Okay. Dann geht's hier drüben runter. Da rein und fertig. Wir müssen dorthin. Das können wir wieder irgendwie in die Mitte legen oder so. Das werden wir dann sehen. Wir brauchen dafür Quickwire. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, auf welchem Band wie viel war. Hatte ich die alle drei gleich? Ich glaube nicht. Wir brauchen die Dinge und die Kollegen, habe ich gesagt, ne? Hatte ich genug auf diesem Band, dass ich die von da hinten nehmen kann? Dann würde ich jetzt nämlich stumpf dieses hier nehmen. Also ich muss definitiv mehrere Bänder hiervon haben, die ich mitnehme. Kann ich sowieso schon mal eben gucken. Wir wollen den Spaß. Wir gehen zweietagig da rüber. Dann können wir hier noch. Nur so. Das sollte passen. Das heißt, wir können die. Nein.
den Kollegen dorthin setzen und den Kollegen dorthin setzen. Dann möchte ich den hier haben. Oder möchte ich einfach den und den anderen, kann ich von oben holen. Langsam wird das... Hier wird ein richtiges Chaos, merke ich gerade. Das habe ich mir richtig blöd zusammengebastelt. Weil das halt so ankommt, wie es ankommt. Das hätte ich mir besser sortieren sollen. Ärgert mich ein bisschen. Aber, ey, komm, Chaos, komm ich mir klar. Wie ging dieser wunderbare Spruch noch? Genies überblicken das Chaos. Ich nehme zusammen. Macht ja auch nichts. So. In dem Fall, du kommst hier rüber. Du kommst nicht darüber. Du kommst. 1, 2. Zack. Nee, ich muss den hier noch. Da, 1, 2. Einen noch drauf. Blockieren wir den doch da voll. Warum mache ich das? Das ist doch wild. Das ist doch Quatsch. Das sollte ich lassen. Wie mache ich das denn besser? Also, was ich nicht hinkriege ist, Moment, da noch, obwohl doch, das geht. Alles kein Problem. Nee, läuft doch. Du hier oben musst weg. Du musst weg. So. Du darfst auf jeden Fall schon mal. Guck mal, dann habe ich dich befreit, auch wenn ich dich noch nicht brauche. Aber ich habe dich da schon mal erstmal raus. Dran. Fertig. So. Du kannst weg. Du kannst weg. Jetzt nehmen wir uns die Stützen und setzen die. Wir haben gesagt, da haben wir was. So. Also, hier ist meine Mittellinie. Zack, zack. Dahin, da drauf. Easy. Nochmal. Easy. Ich mache mir halt Sorgen um den Bereich hier. Ich weiß nicht, wie ich das Blech hier noch rauskriegen soll. Wie ich hier noch drunter durchgequetscht. Das ist nicht das Problem. Oder dahin oder sonst irgendwo. Mit den Vieren. Also... lege ich mir jetzt schon mal auf die andere Seite hier von. Ich komme hier selber nicht mehr durch. Also muss ich schon hier mal rumgehen und so. Und dann irgendwie hier durchhüpfen und sowas. Wie sieht denn das aus? Wie gesagt, das ist kein Problem. Zwei kriege ich hier auch noch raus, aber wo kriege ich die anderen vier lang? Die müsste ich ja dann quasi schon hier so durchlegen. Mitten quer rein. Passt auf. Immer folgendes. Wie gesagt, den Kollegen, den ziehe ich. Ja, siehst du, da geht es nämlich schon los. Also, wenn ich den nehme, ich setze mir den jetzt mal dahin. Dann läuft er dahin. Und da wird er nach oben rüber gehen. Okay, ich muss auf jeden Fall kreuzen. Egal wie. Dann ist es auch egal. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Dann ist der halt mega kacke. Du wolltest mal angucken hier. Zack. Der geht dann wunderschön hier so durch. Yay. So, hier. So. Ab. Geil, oder? In einer echten Welt wird das überhaupt nicht irgendwo hängen bleiben oder so. So, jetzt muss ich nochmal eben drauf und gucken. Nee. Wie viel verbrauche ich jetzt von dem Kupfer? Ich
15. Ich hatte das doch so gemacht. Ging das auf oder ging das nicht auf? Verzeihung. Davon brauche ich 5 pro Minute. 25 pro Minute, also 50 pro Minute, okay. Habe ich so viel noch auf dem Band? Wie viel habe ich überhaupt auf dem Band? Das waren 750er Bänder, ne? Wir hatten gesagt, da kommt auf jedem Band 750. Ich hätte mir das dran geschaut. Auf jedem Band 750 groß. Da gehe ich jetzt von aus. 750. Wir schauen einfach. Im Zweifel hole ich das mal eben drüber, weil wir haben ja hier. Achso, guck mal. So, haben wir darüber genug nachgedacht? Haben das hier falsch gesetzt? Dann können wir doch das Ganze jetzt auch nochmal in richtig machen. Was haltet ihr davon? Richtig wäre ja eigentlich besser. Dorthin. Jetzt ein Stück weiterziehen sollen, dann hätte ich das direkt hier dran gehabt. Weil dann kann ich mich daran schön orientieren, wenn das da weiterlaufen muss. Dann ist das auch sauber. Aber nö. Ich überlege mir, irgendwo hier wird das schon passen. Okay, das da dran. Ich überlege gerade noch, wie ich das machen kann. Ich überlege viel, wie man merkt. Ob ich am besten die Geschichten, in dem Fall hier die, wie heißen sie? Die Quarzoszillatoren. Ob ich die besser extern, also quasi ohne euch fertig mache. Ist ja genau. Ja, ich starte eine Ausschreibung und vergebe das Projekt extern weiter. Über Outsourcing und fällt mir noch mehr Business Bullshit ein? Nein. So. Dorthin. Dann muss ich aber noch ein Stückchen weitergehen, weil ich muss ja hinter den Dingern lang. Das wäre ungefähr hier. Wenn ich hier starte. Wir kommen. Warte, das kriegen wir raus. Da kommen wir an. Wenn ich den so 1, 2 hier hinsetze, dann sollte das passen. Da und da. Oben einen drauf. Oben einen drauf. Oben einen drauf. Vom hinteren aus. Du, 1, 2. Zack. Zack. Und von hier aus. Du, 1, 2. Und du kannst einfach direkt. Sehr gut. Obere Band nach oben. Das Band dahin. Obere Band. Nach oben. Dahin. Obere Band. Nach oben. Ach, ist das schön, sich so oft zu wiederholen. Ich mag das nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Warum ziehe ich die eigentlich? Okay, jetzt baue ich mir erstmal hier meinen Teil auf, wo ich verteilen kann. TTT. Das ist ein... Verdammt, ich wollte es noch wenigstens eben gesetzt haben.
Also da kommt der Spaß runter. Jetzt muss ich gucken, wie ich das mache, dass ich ihn reinbringe. Könnte an der Stelle, weil es ja sowieso in zwei Richtungen geht, den Turbodraht reinlaufen lassen, zwischen den Gängen quasi. Mache ich den Turbodraht nach unten? Ich glaube, ich mache den Turbodraht nach unten. So, dahin. Dann kann ich nämlich hier hinter vorbeigehen. Kann ich nicht. Nicht, wenn ich das so mache. Okay. Du kommst. Du bleibst da oben. Dann ist alles gut. Wenn du da oben bleibst, ist alles gut. So. Da kommt. Das kommt von da. Und hier müssen wir jetzt einmal gucken. Das geht. Also, der Draht kommt nach oben. Was natürlich für meinen eigentlichen Plan, den von hier reinkommen zu lassen, eher ungünstig ist, aber macht nichts. Wenn ich dann hier hingehe und dort unten die Rebars reinmache, dann kann ich hier oben den Draht weiterlaufen lassen. Den weg und den weg. Wunderbar. Da kommt von hier hin. Nicht von hier hin. Ich habe hier doch noch. Wie war das? Hier hinten geht der Spaß aus, aber du bleibst da. Genau. Wunderbar. Also, als erstes holen wir uns das, setzen es ungefähr hier hin, gehen zwei vor, passt. Vor dem Teil ab. Wir gehen weiter hier lang und sagen, an dieser Ecke hört es auf. Hey, hey, hey. Du kommst weiter. So, hier hin. Jetzt habe ich gesagt, ich möchte das da haben. Okay, das war zufällig so gut. Gefällt mir. Aber es war tatsächlich nur Zufall. So, du bleibst hier. Du kommst dahin. Hier kommt einmal von dort der rein, einmal von dort der rein. Das läuft jetzt schon mal. Hier komme ich nicht durch, aber dazwischen. Das ist auch gut. So. Und den. Ich hab's so schön gemacht. Ich hab's echt versucht, ne? Dahin. Dann kommt das ganze Zeug hier weg. Eieieiei. So rein. Du kommst von da rein. Du kommst von. Du bist vollkommen egal, dich brauche ich da nicht. Du kommst hier rein und du kommst ebenfalls von da rein. Dann brauche ich den nicht mehr und den nicht mehr. Kann. So. Ihr kennt das Spiel. Ein Momentchen. Und da bin ich wieder. So. Das haben wir und du gehst darüber. Und hier kommt was Neues hin. Und das passt jetzt hoffentlich. Okay, jetzt muss ich doch einmal nochmal nach oben gehen. Sagt mir, dass das passt, wenn ich hier die Eumels hinsetze. Mehr will ich gerade gar nicht wissen. Weil wenn das jetzt
Das hat natürlich einen gewissen Versatz, ne? Aber das macht nichts. Das kann ich mit dem nächsten ausgleichen. Also der ist... Für dazwischen ist der einen zu dick. Ist schon mal gut zu wissen. Dann habe ich hier einen gewissen Versatz. Da ist halt so. Der war doof. Ich sollte vielleicht die machen, die da oben noch eingehen. So. So. So und so. Okay, das war dann immer. Also die nächsten gucken wir uns gleich an, indem wir die oben hinsetzen. Nee. Achso. Nee, das kriegt der nicht hin. So, oder ich krieg's nicht hin, das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Dahin und dorthin. So, du Kollege gehst. Ja, natürlich. Hart, was es Klippen angeht, aber mein Gott. So, und der nächste ist dann. Okay. Moment. Splitter. Da ist einer. Und das ist dieser. In der Linie bin ich denn hier? Alter, verdammt. Wir drehen uns mal um. Vielleicht geht's hier besser. Sind zu viele Linien. Das hier würde nämlich passen. Dann packen wir den dahinter. Dann passt das auch. Und den da oben drauf. So, nur nämlich genau da dran. Dann passt das. Und dann weiß ich auch den Abstand beim nächsten Mal immer noch nicht. Hm? Ja. Ja. Wir haben hier. Wenn ich das dahin setze, ist das. Das sind nur zwei Versatz, oder? Ist so ein halber Splitter, kann das sein? Nee. Aber ich denke. Doch, das ist genau ein halber Splitter. Ich müsste den mittig draufsetzen. Halber Splitter-Versatz. Das heißt, eins, zwei. Das sieht gut aus. Dann, da habe ich wieder eine Linie. Den oben drauf. Den weg. Jetzt kriegen wir das auch. Warum? Warum immer die falsche Linie? Ich verstehe es mittlerweile nicht mehr. Es ist immer die falsche Linie. Splitter. Guck mal, da hast du... Richtig. Die ignorier die doch einfach. Hier, da ist richtig. Genau. So, und dann hier und hier. Unten weg. Mein Gott. Warum ist das so schwer? Und jetzt bin ich wieder im richtigen Turnus. Auf jeden Fall habe ich das hier drin. Alles gut. Eieieiei. Eine schwere Geburt. So, jetzt haben wir dann natürlich auch wieder den Fall, dass wir irgendwas überkreuzen müssen. Gehen wir trotzdem hin. Wir ziehen uns. Was ziehen wir uns denn jetzt? Wir haben hier die Kollegen. Ich habe gesagt, das muss, also der Eingang muss auf jeden Fall überlegt werden. Wir ziehen das erstmal so rüber. Also 1, 2,
3, 4, 5, 6. Welcher war das jetzt? Dahin und dahin. Passt. Oben drauf die 3. So. Dann. Ja, am besten ist ja dafür, den rechten zu nehmen, ne? Stimmt, dann geht der rechte untere geht schon mal weg. Ich kann den anderen unten drunter durchleiten. Jo, das ist gut. Wir gehen jetzt hier hin. Weil das so schön genau passt. Ziehen uns hier rüber. Und sehen dann zu, dass wir auf diese Linie kommen. So. Ist das hier die richtige? Nein. 2. So, dahin. Das bedeutet, der kommt dort an. Dort an. Und dort. Das kam da an. Gleichzeitig möchte ich eigentlich, dass der hier unten hier ankommt. Weil dann kann ich den nämlich da lang setzen. Dann habe ich die beiden nämlich wirklich schön zusammen, weil das ist ja das, was ich hier brauche. Das wiederum gefällt mir sehr gut. Wir gehen jetzt mit dem hier unteren hier hin. Und mit dem unteren dahin. Du kommst hier runter. So kurz wie möglich. Okay. Ein mehr, dann habe ich es wenigstens. Gehst hier rüber und drehst nochmal so. Und dann kann ich dich nämlich direkt da anschließen. Warum kann ich dich da nicht anschließen? Nicht jetzt. Och, leck mir doch die. Also heute veräppelt mich hier auch alles, ne? Ich wollte eigentlich das Komplette da schaffen und scheitere wegen ein paar blöden AI-Limiter. So, das geht jetzt da oben rein. Das läuft bei dem Kollegen rein. Oben geht es nicht weiter, weil ich weiß auch noch nichts von. Okay. Damit kann ich arbeiten. Das heißt, du gehst rein, du gehst rein. Wenn ich schon hier bin, dann kann ich das wenigstens eben setzen. Da setzen. Passt. So. Da muss ich überall nochmal nachgucken und nachzählen. Hier, ja, genau. Hier werden die ersten gemacht. Guck, wir haben Betäubungsstachel. Ist das nicht wunderbar? Das geht auch relativ zügig, alles fertig. Da müssen 500 rein, das dauert ein bisschen. Die machen auch Betäubungsstachel. Sehr schön. Und ihr macht KI-Begrenzer. Die auch praktischerweise schon hier irgendwo in dem Splitter verschwinden. Sehr schön. War einfach fertig. Passt. Okay. Das heißt, für Freitag mache ich auf jeden Fall hier den Spaß einmal fertig. Dem weiteren Verlegen da unten, dass wir das alles haben. In den Bereich
Da wäre jetzt die Frage, was ich da hinkriege. Mal gehe ich da hier rein. A5 von den Dingern hin. Warte mal, ich mache mal eben das Lüchtlein hier zu. Pass auf, das gucken wir. Ne? Wir planen jetzt schon mal fürs nächste Mal vor. Eieiei. Die sind riesig. Ja, aber wenn ich die hier so hinsetze. Ich brauche da zwei Platz, ne? Wenn ich den so hinsetze und da anfange. Wenn ich den noch so einen halben rüber. Ja, so wäre gut. Eins. Das probieren wir jetzt aus. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Das wird gehen. Jetzt ist nur das Problem, kriege ich die vier hin. Eins, zwei, drei. Vier. Nein, kriege ich nicht. Definitiv nicht. Aber was spricht denn dagegen, die 10 hier unten hinzusetzen und dann 10 oben drüber? Wenn die Brücke da oben nicht dagegen haut, ist alles gut. Dann wird das hier auch von der Architektur ein bisschen spannender. Na, mal gucken, wir haben ja... So, jetzt haben wir hier von denen schon mal 10 hängen. Gucken wir jetzt noch an. Ich muss doch garantiert... Oh, jetzt muss ich aufpassen. Das ist, wenn ich oben drauf setze, passt das auch wieder zu den Wänden. Wenn ich jetzt hier hingehe, jeweils einen drüber ziehe. Klingt auch, als würde ich jetzt versuchen, Kondomwerbung zu machen. Wenn ich da jetzt einen drüber ziehe. So, wir nehmen uns jetzt den hier. Dann haben wir hier so eine Stufe drin. Okay. Das war von der Idee ganz gut, aber das muss ich hier machen. Da hängt Gott sei Dank nichts dran. Da hängt nichts dran. Oh, das muss ich aber drei hoch. Damit ich jetzt hier drunter dann mit meinen anderen Gedönse arbeiten kann, einfach so machen kann, muss ich hier eins, zwei, weil das wird dann meine Verteilebene. Wenn ich die Sachen verteile und dann kann ich das hier so ziehen. Bis dahin. Dahin. Einen brauchen wir, glaube ich, noch. Kriegen wir den da drauf? Wie ist die jetzt? Mit denen da unten zusammenführen, quasi. Von der Ausrichtung. Wie habe ich die dann unten gesetzt? Ich muss mir einmal ein bisschen Platz machen zum Zeigen. Das sieht nicht gut aus. Das wäre schon einen zu weit, aber so würde es genau passen. So hier hin, weil ich gesagt habe, der soll so einen halben über. Dann müsste ich doch eigentlich von der Höhe her genau hinkommen, oder? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Behaupte ich mal. Ja. Ja. Da bin ich so genau auf der Höhe. Perfekt. Guck mal, Leute. Da sind meine 20 Apparillos, bei denen ich nicht wusste, wie ich sie hier irgendwie reinquetschen soll. Ich habe da vorne noch jede Menge Platz. Aber ich muss ja auch noch weiter gucken, wie ich den Spaß hier designe. Hier stehe ich noch ein bisschen drüber. Ist noch ein? Nein.
Boden ist zu steil. Bitte, oder? Kollege, du hast mich schon mal umgebracht. Darüber reden wir jetzt nicht, ja? Wo rennst du rum? Irgendwo da oben oder so, keine Ahnung. Also einer ist da runtergefallen, der ärgert mich jetzt. Dahin. Und dann. Jetzt muss ich gucken, wieder weggehen. Ups, 1, 2, 3, 4. Perfekt. Und da haben wir die 20 schon mal hingepackt. Du willst mich doch verarschen, ja. Die nehme ich gleich wieder weg. Also wirklich. So, komm, den einen noch. Den konnte ich von Anfang an so setzen, wie ich ihn wollte. Aber hier ist der Boden zu steil. Ist klar. Perfekt. Das heißt, wir haben hier die Ebene, wo das verteilt wird. Das heißt, am Ende geht das einmal hoch, hier rein, weiter. Schön. Und hier können wir uns überlegen... Ach, verdammt. Kann man halt nicht so setzen, wie ich mir das gedacht habe. Bedeutet, ich muss mir hier was einfallen lassen, dann kommen da wieder Stützen dazwischen und die Wände werden rausgenommen und da kommen dann die Wände auch hoch. Ich möchte den Moment erstmal weg haben. Danke. Ja, wunderbar. Das entwickelt sich. Jo. Könnte sogar fast gut aussehen, wenn wir das irgendwie da ein bisschen mit rumbasteln. Ich habe Platz nach oben zur Seite. Das hat auch gut gepasst mit dem Tunnel. Wunderbar. Ich bin zufrieden. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Salutschuss. Okay, vielen Dank.